Die Sammelwut nimmt kein Ende. Wir sind in Schnittermark. Und dort gibt es Bücher. Und wir machen uns das auf den Weg zur Feste Grimwacht. Ich darf mir auch nur den Wegschrein markieren. Die Bücher selbst dürfen nicht erkannt werden. Erkannt werden, ja doch. Erkannt werden dürfen sie schon, allerdings dürfen sie nicht markiert werden. Wo bleibt denn der Spaß beim Suchen? Und wir haben auch eine Himmelsscherbe hier vergessen. Dass ihr, und mich enttäuscht es jetzt erst recht, dass ihr mich nicht darauf aufmerksam gemacht habt, dass ich da noch eine Himmelsscherbe habe. Ich bin zu nah am Mikro. Links oder? Links oder rechts? Er entschied sich für links. Weit links. Das ist der Weg, den ich brauche. Also die Gegner hier sollten One-Hit sein mittlerweile. Also wenn ich hier das erste Buch finde, dann ist sowieso Geschichte, dann kann ich zum Wegschrein weiter und dann hab ich's. Das hier unten sieht sehr verdächtig danach aus. Nach Buch. Ich hoffe, die werden mir auf dem Kompass tatsächlich nicht angezeigt, weil das wäre dann doof. Da müsste ich dann nochmal gucken, sonst muss ich im Zweifel so spielen. Geht auch. Also ich sehe das Leuchten. Ich kann es von allem unterscheiden. Hey, ein gewöhnlicher Sehnstein. Dank. Das ist gut. Ah, ich glaube, das war auch ein bisschen weiter. Wie die deine Hand immer nach oben nimmt. Das war nicht mehr das Holz, was ich nutze, aber nehme ich trotzdem. Ich spiele es übrigens jetzt im Fullscreen. Mit verringerter Auflösung natürlich. Lalala. 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 Wem jetzt ist da hinten? Danach suche ich eigentlich nicht. Bin ich so auf dem Weg zum Wegschrein oder bin ich gerade vorbeigelaufen? Oh. Ja, das ist ein bisschen blöd. Man sollte auch den Weg folgen. Echt der Weg da? Okay, hier war ja auch kein Buch in der Nähe, also muss ich auch dran denken. Aber nach diesem Weg hier, da müsste ein Buch sein. Oh, Stufe 41, das war mal. Aber sind doch keine One-Hits hier. Seid gegrüßt. Wemerz. Rohstoffe nehme ich gerne mit. Also rechne damit, dass es ein bisschen länger dauert hier. Das dient aber alles nur der Füllung. In dem Fall.
Das ist nur extra passiert, es macht Bonus. Und hey, man kann sich noch die das toll designte Umwelt ansehen. Wenn ich mit dem kompletten durch bin, was Jahre dauert, dann werde ich auf jeden Fall noch mal einmal durchgehen. Durch die Welten hier. Gefunden. Wie kommen wir da bitte hin? Das ist ja mal super versteckt. Niemand kann Trilophysis reinlegen. Richtiges Leben, drei Gesänge. Neues Buch entdeckt. Das ist natürlich das eine Buch. Ihr habt alle Bücher unter Gedicht und Lieder gefunden. Cool. Finde ich gut. Jetzt hier rüber. Wurfgeschwister der Finsternis. Die liegen natürlich immer im vierfachen oder zweifachen Modus hier. Das heißt, ich gehe jetzt zum Wegschrein und springe von dort aus hier nach Knurka. Und von dort aus gehen wir Richtung Süden. Das ist doch mal. Das ist doch mein Auftrag. Hallo. So. Wegschrein in Sicht. Und ich sag den Wegschrein, er soll gehen. Wir werden uns niemals wiedersehen. Der Wegschrein, der ist groß. Und heißt Bernd. Hey. Der Wegschrein ist feste Grimmacht. Schnitt der Mark. Schneid dich nicht. Dum dum dum. Der Server wird um 9 Uhr runtergefahren. Da werde ich noch schlafen. Denn ich hab frei. Ich glaube, ich werde mir. Ja, das habe ich vor. Ich werde noch Walking Dead gucken. Das muss ich gucken. Bin auf die Alter, sind das viele Spieler, was ist denn hier los? Ich glaube, hier ist irgendwie so eine Gilde oder sowas. Knurka ist irgendwie extrem voll, habe ich das Gefühl. Was in Mondhöhe geschehen ist, Geweihte. Die Monde ist gut gepriesen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Der Wegschrein ist südlich von hier. Den Weg einfach entlang gehen. Und dann unten in der Nähe, da ist dann auch das Monsterverlies von der ganzen Welt hier. Und das direkte Verlies. Was ist das eigentlich? Der Schlund von Lorkatsch. Das ist definitiv so ein Ultra-Gruppenverlies. Also da müssen wir mit mehreren Leuten rein. Was ist denn mit euch los? Dieses so. Verbrechen wird euch teuer zu stehen kommen. Eine Pause gebrauchen. Gut, gehen wir mal hier lang. Vieh ist auch dabei, das ist gut. Wie weit muss ich gehen, damit es auf... Ach, einfach den Weg lang. Wenn ich Ruinen sehe, muss ich nach links.
dass ich hier auch einen Weg, eine Himmelsscheibe komplett übersehe, ist. Das ist eigentlich undenkbar. Ey, warum nimmst du das jetzt nicht mit? Weil mich das nicht interessiert? Was ist das für eine Frage? Der muss richtig gut versteckt sein, wenn er. Oh, der muss richtig gut versteckt sein. Den wird sich niemals finden. Warum habe ich den nicht abgeholt? Ich bin 100 pro diesen Weg entlang gegangen, das weiß ich noch aus dem Kopf. Bin 100 pro hier lang gelaufen, den habe ich doch gesehen. Was sind das? Barnacles da hinten? Ich muss das aus irgendwelchen Gründen vergessen haben, als ich hier vorbeilief. Ich muss das echt vergessen haben, sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Hier gab es ja auch 50 Milliarden Quests. Hat da gerade jemand gerülpst? Mann. Hier bin ich doch auch lang gewesen. War hier nicht so ein... Ja, ich erinnere mich. Die haben sich doch so Streiche gespielt oder sowas. War das nicht so? Zum Gruße. Hey, trink einen still. Mit mir. Torkelt doch nicht ständig rum. Huch, wo gehst du denn da lang? Ach, der Tanz der fünf Finger. Ui, guckt euch das an. Ja, da springe ich jetzt runter und mach die mal. Da ist der. Den muss ich echt übersehen haben. Als ich hier lang ging. Also, ich kann es mir nicht anders erklären, dass ich den wahrscheinlich vergessen habe. Und dann bin ich hier runter und bin weitergelaufen. Hier entlang. Ja, ist auch kein Wunder, dass ich den vergessen habe. Aber dass auch keiner einen Kommentar geschrieben hat, ne? Das ist auch erstaunlich. Ihr habt den auch vergessen. Schämt euch. Himmelsscheibenjäger von Schnittermark. Errungenschaft. Sag ich doch. Gibt's das eigentlich in Farbe? Nee, es gibt keine Farben dafür. Aber man kriegt theoretisch das Aetherius Blau, wenn man jetzt alle Himmelsscherben von der ganzen Welt hier findet. Ist natürlich schwierig. Das ist wahrscheinlich eins, was ich nicht bekommen werde. Da brauche ich auf jeden Fall eure Hilfe. So, und jetzt einfach nur den Weg runter. Dann kann ich euch runterfallen. Nee, ich brauche definitiv dann eure Hilfe. Vielleicht machen wir dann mal eine Community-Session und ich werde einfach mal eine Gilde erstellen, in der ihr dann rein könnt. Die denn einzig und allein ist für das Let's Play. Also das ist nur eine Frage der Zeit, dass ich das mache. Also das kriegen wir hin. Weil für Zurudi brauche ich definitiv Hilfe. Wenn ich das mache, ich weiß das gar nicht. So, wie weit muss ich denn eigentlich laufen für die Bücher? Ja, jetzt laufe ich ja wieder zurück. Eigentlich den Weg lang und dann immer rechts halten.
Dann gehen wir mal wieder zu Homeweg.